Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Tarkov geht wieder weiter und es ist immer noch Zombie-Event. Ich möchte aber nicht gegen Zombies kämpfen, deswegen gehe ich auf Interchange. Dort gibt's gerade keine Zombies für mich. Und auf Interchange versuche ich, Dinge zu sammeln. Und damit ich es nicht wieder vergesse und die ganze Zeit überlegen muss, was brauche ich eigentlich, habe ich mir einen Zettel geschrieben. Und den klebe ich jetzt an den Bildschirm. Gas Analyzer, Iskra, Autobatterie und ein Maßband. Das ist alles auf Interchange zu finden. Und hier seht ihr einmal meine Ausrüstung. Schlechte Munition auf einer ganz guten Waffe. Wir sehen uns gleich im Raid. So, da sind wir. Let's go. Gas Analyzer, Iskra, Autobatterie, Maßband. Alles klar. Also. Bestimmt gibt es hier irgendwo eine Lootbox, in der ich ein Iskra finden kann. Theoretisch. Wie ist denn das mit den PvE-Bots? Rennen die jetzt hier auch ganz schnell auf mich zu? So wie Spieler das tun würden? Und ich warte hier? Oder laufen die langsam rein? Ich habe keine Ahnung. Weil theoretisch müssten da ja Leute kommen. Ich habe gehört, im IKEA gibt es Autobatterien. Und vielleicht finde ich da auch ein Maßband. Spawnen drin? Ernsthaft? Na, dann muss ich ja aufpassen. Elektromotor. Noch ein fetter Elektromotor. Was? Nein. Bin ich dumm? F. E gedrückt zum Looten und war dann verwirrt. Schlaghammer. Lol. So, wo gibt's im IKEA eine Autobatterie? Keine Ahnung.
Keine Ahnung, was das ist. Ich will jetzt irgendwie nicht durch den ganzen Laden latschen. Keine Autobatterie gefunden. Da hinten komme ich in den Rewe. Ich will aber zum Obi. Diese Zombie-Geräusche machen mich wahnsinnig. Obwohl ich weiß, dass hier keine kommen können. Nun, ich muss unbedingt die nächsten Tage dran denken, einmal das Versicherungszeug abzuholen. Zähler, den brauchen wir, glaube ich, auch irgendwann. Oh! Ich rüste mich aus und wir gehen nochmal rein. So, jetzt nur mit der Pistole. Wird schon schief gehen. Immer noch das gleiche. Gas Analyzer, Iskra, Autobatterie und Maßband. Ich hätte nicht da hochgehen sollen. Ich hatte schon ein ungutes Gefühl beim Hochlaufen. Hätte einfach direkt umdrehen sollen. Einfach direkt umdrehen. So, egal. Nächster Raid. Let's go. Hallo?
Hier steht doch noch einer irgendwo, oder? Oh. TOZ. Unnütz. Gut, hier komme ich doch gleich in den Obi rein, oder? Oh, warte, bevor ich hier reingehe, fällt mir gerade was ein. Hier unten in dem Ding kann doch... doch ein Ding drin sein. Ein Iskra, oder? Hier in dem. Oh, was ist das? Ah. Sieht mal nicht schlecht aus. Uzi-Schalldämpfer. Eine Uzi könnte Spaß machen. Auf welche Waffen gehst du drauf? AK. Warum nicht? Jetzt habe ich noch Platz für eine Autobatterie. Iskra Gas Analyzer Maßband. Hier irgendwo, hier sind doch auch so Kisten, oder? Kann hier auch ein... Die Kiste, hier war mal eine Kiste. Hier gab es jedenfalls mal eine. Hätte da ein Iskra drin sein können? Weiß ich nicht. Sind die Türen immer auf? Maßband, Maßband, Maßband. Ach, scheiß drauf. Ich nehme nur das mit, was ich brauche. Oh, aber da steht dran, dass ich das brauche für ein Stash. Dann nehme ich es mal mit. Nicht für ein Stash, für ein... Hier, ihr wisst schon.
Maßband? Plexi, nee. Okay. Magnet. Irgendwann braucht man die. Shotgun, warum nicht? Könnte nützlich werden, so eine Bandage. So eine zusätzliche Bandage kann ja nicht schaden. Mann! Hätte ich echt mehr Munition mitnehmen müssen für die Pistole. Glaubst es ja nicht. Ich dachte eigentlich, ich schieße mir schneller was Besseres, aber... Was hat der für eine Shotgun? Nehme ich lieber mal die mit. Passt da die Munition rein? Nee, ist eine andere. Penetriert nicht. Lol.
Oh, 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 oh. Seltsame Waffe. Lol, ich muss das abgeben. Schade. Platz. Hier war doch noch mal einer, oder? Und ich vergesse. Gasanalyzer, Iskra, Autobatterie, Maßband. Ich lese gerade von meinem schlauen Zettel ab. Dass es hier keine Autobatterie gibt. Hat seinen Kumpel gelootet. Davon muss ich eine abgeben irgendwo. Büchsenmacher Teil 1. Ah, okay. Rubles. Spiel. Komm schon, das Maßband zumindest. Habe ich dich angegrabbelt schon? Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, egal. Der wird ja kein Maßband jetzt einstecken haben. Oder doch? Weiß nicht. Lauter Gasflaschen, aber kein Maßband. Ich brauche keine Gasflaschen, ich brauche einen Gasanalyzer oder Maßband. Leute. Pistole. Schienen, ja, habe ich mir fast gedacht. Nehmen wir halt die noch mit.
Warum ich da vorhin hochgerannt bin, die Rolltreppe, weil ich dachte, da oben gibt es bestimmt diese kleinen Kabel. Diese rot-blau sind die, glaube ich. Weil davon brauche ich auch noch ein paar. So. Maßband, Maßband, Maßband. Noch eine Pistole. Sieht schlecht aus mit dem Maßband, ha? Huh? Hier wüsste ich nicht, dass was in den Regalen liegen kann. Probiere ich es nochmal. Antesten. HDD. Nein, nein. Nein, nein, nix. Nix, 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 nix. Augen zu und durch. Okay. Ah, mit den Kabeln kann man sich, glaube ich, die kleine Kabel craften, ne? Kann hier nicht auch irgendwo eine Autobatterie spawnen? Bestimmt. Elektronikteile. PCB. Oh, hi. Okay. Oh je. Scheiße. Oh oh. Ich habe vergessen zu essen. Habe ich irgendwas? Ich hoffe, ich habe auch noch was zu trinken. Wenn ich das jetzt esse, das dürfte salzig sein. Yep. Aber es geht. Nice. Oh, hat funktioniert. Glück gehabt.
Alles klar. Passt schon. Gasanalyzer, Iskra, Autobatterie, Maßband. Wo kann ich das noch finden, das Zeug? Gas Analyzer. Oh Mann, ey. Ich habe aber auch irgendwie Pech mit dem Loot, oder? Wie viel Zeit habe ich denn jetzt noch? Viertelstunde, ja, dann kann ich noch durch den IKEA laufen. Let's go. Das eine da vorhin, der mir da entgegenkam und dann abgebogen ist, das war, glaube ich, ein PMC. Ich finde es sehr seltsam, dass die Bot-PMCs nicht gegen die Scavs kämpfen. Ist da vorne gerade einer durchs Bild gehuscht? Holy shit! Fuck. Ich hätte reinscopen sollen, dann hätte ich aus seinen Kopf schießen können. Ich dachte, ich schaff's ohne Scope. Ärgerlich. Nach 13 Kills. Durch einen PMC. Erledigt worden. 762 39 FMJ. Okay, was wird das für eine Waffe gewesen sein? Weiß ich nicht. Nichts gefunden. Und dann auch noch draufgegangen. Tja. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ich habe das Gefühl, heute habe ich mehr verloren. Nun. Wird bestimmt auch wieder besser. Bis dann. Tschüss.